Ich würde ja persönlich noch mal am liebsten was über Kobe sprechen. Ja. Das ist ja jetzt 50 Jahre her und das ist ja mittlerweile, ist das ja ein Phänomen geworden. Ne? Ist das jetzt eigentlich eine Bewegung, eine Gruppe oder ist das nur ein Moment in der Kunstgeschichte? Das ist eigentlich, was mein Freund Jaguer sagt. Cobras, c'est un moment, wie Sie sagen, ein Moment. Das ist natürlich eine Bewegung gewesen, die von Holländern und Dänen ausging. Dann waren ein paar Franzosen, ein Belgier und ein Deutscher. Nur das ging nur bis 1951 mit allen zusammen. Bis 1951, bis zu der großen Ausstellung in Lüttich im Palais des Beaux-Arts. Und dann zogen sich die Dänen zurück. Die machten ihren eigenen Klüngel, ne? Die Dänen. Ja. Eine sagen wir mal, der Quellen für Cobra ist doch diese nordische Mythologie. Ja, das ist nur. Und Sie haben doch während des Krieges, haben Sie ja in Norwegen in einer Darstellung arbeiten müssen. Sind Sie eigentlich da mit dieser Malerei der Dänen und der Norweger in Verbindung gekommen? Nee, da gab es nichts. Es gab nur, wenn ich in Oslo war, bin ich in Buchhandlung gegangen. Da hatte ich mal so von Helhesten, das war der Vorläufer von Koma. Ja. Einen dünnen Katalog gesehen. Ja. Da waren die einige der späteren Kobra-Maler drin, wie Asger Jorn und Karl-Henning Pedersen, Ja. Erik, Kaila Bille und so. Ich weiß nur, dass während der deutschen Besatzung eine Blüte war bei diesen Künstlern von Helles, die später, wenn die Kobra umging, eine Blüte, weil die, Gott sei Dank, die deutsche Besatzung ließen die Leute, die Künstler in Ruhe. Die ließen die Künstler in Ruhe, die konnten sich in Ruhe entwickeln. Ist ja paradox, aber das ist so. Ist so. Sind denn diese dänischen Kobra-Maler, sind das die wirklich wichtigen? Ja, Das sind die wichtigen. das ist wichtig, man fängt, die Ältesten sind Egil Jakobsen, der gestorben ist, und Eiler Bille, der jetzt über 90 ist, der lebt noch. Ja. Eiler Bille, Asger Jorn, der ist schon tot, der ist so alt wie ich, Ja. der Jahrgang wie ich. Asger Jorn, dann Herup, der ist älter als ich, der glaube ich Jahrgang 5 oder Jahrgang 4, Herup, und dann Karl-Henning Pedersen, der ist ein Jahr jünger als ich, der lebt noch, Karl-Henning Pedersen. Ja, das sind die wichtigsten. Ja, weil in der Literatur steht ja, dass die treibenden drei Leute am Anfang der Bewegung, das wäre der Astor Jorn gewesen, der Dortremont wäre das gewesen und der Constant, der Holländer. Ja, nee, das sind da keine. Da ist Göln, der, die anderen sind die Holländer. Ja. Nee, der. Also ich meine, die treibenden Kräfte, die ja, sagen wir mal. Das sind vielleicht die Kräfte gewesen, die auf eine Gruppe gezielt haben und eine Zeitschrift veröffentlicht. Ja. Das stimmt schon. Da war am aktivsten war der Dortremont Schriftsteller Ja. und die Maler Asger Jorn und Constant. Die haben darauf gedrängelt, auf die große Kobra-Ausstellung 49 Ja. und gleich eine Zeitschrift dazu. Ja. Das Heft dazu. Oder Dortremont. Der Herausgeber war, ich war deutscher Korrespondent. Stimmt es denn, dass das wirklich in einer gewissen Opposition zu André Breton stand? Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich war der Einzige, der vom Surrealismus kam. Die anderen kamen und weiß ich woher. Ja. Die waren ja viel jünger. Außer Asger Jorn, der war so alt wie ich, der kam aber nicht vom Surrealismus. Ja. Vom Surrealismus kam dann der Freddy, etwas älter als ich. Nee, da kamen Sachen zusammen, Folklore, Volkskunst, also Expressionismus und vor allen Dingen vom Expressionismus befreite Freiheit der Gestaltung, ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja. Und von informell kannten die alle nichts. Mhm. Mhm. Da kannten die alle nichts. Ja. Ja. Nur der Jorn, der hat dann im Lauf der 15 Jahre informelle Strukturen übernommen, weil er ja in Paris auch ein Atelier hatte. Ja. Das war naheliegend. Und die anderen haben mit informell nichts am Hut gehabt. Ja, die Gruppe wurde ja 1948 gegründet. In einem Café, ja. Und hatte keinerlei Unterstützung in Paris, in Kunst, in der Wofür sollte Gesellschaft. Die Unterstützung kriegen? Da waren noch Jecken. Ja. Die waren noch ja nichts. Die ja. Jüngelchen setzen sich zusammen, quatschen irgendwas zusammen ja. und wollen eine Gruppe machen. Wer sollte sich denn dafür interessieren? Kein Mensch. Ja. Wer sollte sich dafür interessieren? Kein Mensch. Aber Wilhelm Sandberg, der hat sich doch relativ früh schon da engagiert. Ja, für die Holländer, ne? Für die Holländer. Für die Holländer. Und Wilhelm Sandberg war Direktor vom Städtischen Museum, vom Städtlichen Museum. Und dann war 1949, also ein Jahr später. Und weil schon die Gruppe so groß war, ja. die Dänen, Schweden, Holländer, Belgier, und von Frankreich war Atlan und Doucet und nicht Einzeldeutscher. Und da haben die den Sandberg rumgekriegt, das Haus, das ganze Haus zur Verfügung zu stellen für die große Kobau-Ausstellung 1949. Ja. Und das war schon, der Sandberg hat sich dafür stark gemacht. Und dafür hat er auch viel Prügel gekriegt in der Presse, ne? Aber die konnten dem nichts machen, weil er ein ganz großer Widerstandskämpfer war ja. in der deutschen Besatzungszeit. Konnten dem nichts machen. Ja. Die wollten in der Öffentlichkeit, in der Presse wenigstens, die wollten den kippen. Ja. Wer sowas ausstellt, muss weg. Ja. Müssen wir über, das sind die Holländer. Mhm. Und das Einzige, die positiv waren, war Kommunistenblitz. Komischerweise. Ja, ja. Und die Ausstellung war doch letzten Endes ein großer Erfolg, aber erst nachdem es da zu einem Eklat gekommen war. Genau. Der Eklat, wie blöd auch immer, hat der Kobau weh und sehr genutzt. Da war nämlich die Ausstellung lief und da hat der Sandberg eingeladen zu einem Vortrag von Dr. Mohr im Vortragssaal. Und abends war rammelvoll, kam der Saal, war rammelvoll. Und da kommt der Dr. Mohr, der war ja der ideologische Chef der Bewegung, wollen wir sagen. Der hält einen Vortrag da. Auf Französisch. Und das haben schon mal die Holländer ihm übel genommen. Er hätte ja wohl Flämisch sprechen können. Mhm. Das konnte er wohl. Mhm. Nee, weil er frankophil ist, hat er auf Französisch gelesen. Und das ging darauf raus, gegen den sozialistischen Realismus des Kommunismus. Obwohl er so ein Edelkommunist war. Aber er hat gewettert gegen den sozialistischen Realismus, ne, diese Parteikunst in den sozialistischen Ländern. Ja. Und weil die Holländer auch nicht so gut, teilweise nicht so gut Französisch verstehen, haben die gedacht, wenn das Wort Moskau kam, der würde kommunistische Propaganda machen. Und da wollten die nicht. Haben sie missverstanden. Ja. Und dann ging der Krach los und die Klöpperei. Da fing gleich die junge Leute an zu klöppen. Der Wolfgang sehe ich noch, der stand schon da, war sie am Klöppen. Und die Leute hatten Angst und flüchteten raus. Und das war der Skandal am nächsten Tag, die Zeitung voll. Und da haben sie dann wieder dem Sandberg Vorwürfe gemacht, er müsste verschwinden und so. Aber die Massen strömten dann in die Ausstellung. Ja, man ging da jeden Vormittag dahin, wenn wir gefrühstückt hatten, gingen wir hin im Museum, fragten dann, wie ist mit den Leuten? Ja, sagte, die waren im Grunde genommen strömen mehr Leute als bei der Van Gogh-Ausstellung. Mhm. Aber vielleicht hat er dann nur so gesagt, ich weiß nicht. Nur jedenfalls, durch den Skandal waren die Leute neugierig geworden. Ist ja klar. Ja. Mhm. Ja. Verkauft wurde eine kleine Gouache vom Wolfekamp. Da habe ich noch ein Foto von. Das war eine ältere Dame, sehr konservativ. Da war ein Einzelbild, was verkauft wurde. Mhm. Vom Wolfekamp. Mhm. Da war der Jüngste. Ne, mit der Jüngste. Ja. Nein, Alschinski war der Jüngste. Wolfekamp der Zweitjüngste. War das eigentlich für Sie eine Überraschung, dass Sie da eingeladen worden sind? Nee, weil Sie kamen ja nun aus dem besiegten Deutschland. Ja, und, das spielt keine Rolle, weil ich ja schon 1947 ausgestellt hatte in Paris, in einer Galerie mit Hartung und Sephor und Christine Burmeister
in der kleinen Galerie der Lusille, kann man nachlesen in meiner Erinnerung. Und wenn die Jungs dann die von Holland, wenn die nach Paris gingen, mal gucken, was ist los, dann haben die das gesehen. Nämlich meine Monster und meine Monotypien. Und dann schickte mir eines Tages, das war noch vor der Cobra-Gründung, schickte mir der Corneille Reflex. Das ist eine Zeitschrift, die machten die Jungs von Reflex. Da waren alle möglichen avantgardistischen Holländer drin und die wurde von der Stadt finanziell unterstützt. Ne? Mhm. Schickten Reflex, da waren die Cobra-Leute drin, die späteren Cobra-Leute. Und ich schickte den Meta. Ja. Und das war der Kontakt. Ja. Aber ursprünglich wurden sie auf mich aufhängt durch die Monotypien, die in Paris ausgestellt waren. Also, und dann haben sie gesagt, den wollen wir haben. Ja, ja. Das ist ein Deutscher, den wollen wir haben. Ja. Haben sie sich erkundigt, dass ich kein Nazi war, im Gegenteil. Ja. Und das haben sie dem Sandberg gesagt. Dann lud der Sandberg mich mit einem offiziellen Brief ein. Ja. Hat sich verlassen darauf, was die Jungs ihm sagten. Und mit dem Brief bin ich zu den Briten hin, britische Besatzungszone. Ich war ja in Hameln, bei Hameln in Niedersachsen und musste ich nach Hannover zu den Briten. Und die haben mir einen vorläufigen Reiseausweis ausgestellt, da konnte ich mich abbauen. Ja. Nur ich hatte ja kein Geld, ja. Denn das Geld, was in Deutschland galt, war Militärgeld. Das galt nicht in Holland, nur in Frankreich. Und da kam ich dann an die Grenze, hatte eine Rolle mit Arbeiten mit von mir und von Tröges und von Achtung und von meiner vorigen Frau Anneliese Hager und von Reich an der Stolpe, hatte ich alles unter dem Arm. Und ich stieg aus, ging dann über andere Gleise lang, bis auf der holländischen Seite. Da stand dann ein Zugführer, ein Holländischer, und zeigte dem hier meine Einladung. Er sagte, ich habe nur deutsches Geld. Ja, setz der Jungs, steig schon mal ein. Und da war dann, fuhr ich dann mit nach Amsterdam. Und dadurch, wie ich in Amsterdam ankam, am nächsten Tag kam der Sandberg aus so einer Tapetentür raus im Museum. Und da stellte ich mich vor und dankte ihm für die Einladung. Und sag, ich habe kein Geld. Ja, Junge, hast du was da bei dir? Ja, sag ich, die Bilder. Hast du nicht was Kleines? Da hatte ich die ganzen Holzschnitte. 14 Variationen über ein Thema. Ja. Was, sagt der Junge, komm mal mit. Dann sind wir ins Printenkabinett, also Druckkabinett, Druckgrafik. Printenkabinett. Ja. Kann man nicht essen, die Printen, das sind Druck. Ja. Und seine Schwiegertochter, die war da Leiterin. Und die haben gekauft, kriegt Geld. Da hatte ich auch immer Geld. Da konnte ich ein paar Wochen in Amsterdam leben, auch meine Kumpels einladen. Ne? Pennen tat ich beim Corneille im Atelier auf dem Boden. Ja. Und da sind Sie dann mehrere Wochen auch in Amsterdam geblieben und haben da auch die Kontakte zu den anderen Malern knüpfen können. Die Kobra da. Der Brands, der Eugen Brands, den ich jetzt noch vor ein paar Jahren getroffen habe in Amsterdam. Und der Anton Roskens, der war der Älteste, der war Lehrer für Elektrotechnik an der Berufsschule. Die anderen lebten von der Kontrapestazi, das war eine Unterstützung für Künstler. Die gibt es jetzt nicht mehr, die heißt jetzt anders. Ja. Und dann lernte ich noch ein paar kennen, die auch modern arbeiten. Und die waren alle und die Dichter, ne? Da war der Lüsebert, der später Maler wurde. Ja. Der Lüsebert, der war in einem Arbeitslager in Deutschland gewesen. Mit dem habe ich surrealistische Gedichte ins Deutsche übersetzt. Und der hat das später gemalt und ist auch schon tot. Und Schierbeck, ein Romancier, heute sehr anerkannt. Und Gerrit Kauener, ein Lyriker, auch. Das sind halt die sind so berühmt in Holland wie hier Günter Grass und so. Ja. Die waren in der Cobra. Ja, ja.